What's up, YouTube? Einen wunderschönen guten Morgen und einen geilen Start erstmal in dieses neue Video, in diesen neuen Vlog. Mein Name ist Chris Bommel und danke, dass ihr wieder am Start seid. Ich war gerade duschen, Morning Subs reingeballert. Jetzt geht's hoch, mein Taschen sind gepackt und Frühstück machen. Ich wünsche euch jetzt Spaß mit dem kommenden Video. Let's go! Jens, was geht ab? Wir sind jetzt oben angekommen in der Küche. Jetzt geht's erstmal und wird mein STDB und mein Hellburner einverleibt und vorbereitet. Hier vier Tabs vom Hellburner. Hellburners Intus, jetzt wird mein STDB für die Fahrt und für mein Frühstück ready gemacht. Und dann habe ich jetzt hier schon 200 Gramm Reis ready gemacht und die Snack. Friends, Balu wurde verabschiedet. Wir machen uns auf den Weg Richtung Edeka. Und da werden wir wahrscheinlich noch eine kleine Snackmahlzeit, so wie immer, holen. Und ich würde sagen, Cashewmus gab es leider nur noch dieses hier. Und dann habe ich mir als zweites mal so ein weißes Mandelmus geholt. Und Leute, das ist nicht das erste Mal, wo ich ein paar Sachen in der Story zeige. Und dann gerade mein Edeka, wo am Tag davor so viele da hatte, plötzlich am nächsten Tag nichts mehr da ist. Also Leute, ich finde es ja richtig geil, dass ihr das auch macht. Aber bitte lasst mir meinen Cashewmus. Und ja, das snack ich jetzt auf den Weg. Und dann machen wir uns weiter auf den Weg. Mal gucken, was da geht. Läuft ein Dude. Ich würde sagen, let's go. Liebe Freunde, es war so schwer, ihr habt es gesehen. Ich habe zwischendurch ein bisschen was von dem Mandelmus probiert. Schmeckt geil, ist ein bisschen flüssiger wie das Cashewmus. Aber ja, kleine Pause. Wir machen uns weiter auf den Weg. Sliffe down. Und ja, wenn ich das andere noch snack, sehen wir. Nummer 2. Auch leer. Friends, wir sind endlich angekommen im Gym und ich sag's euch, kennt ihr diese Staus? Man fährt bis zum Stauende, aber da ist einfach nichts. Also Leute, ihr versteht es auch nicht. Jetzt steht auf jeden Fall nur die Cardio-Matte an, dann gibt's ein bisschen Bauchtraining und dann würde ich sagen, sehen wir uns alle spätestens gleich wieder nach dem Bauchtraining. Zwei Stunden später. Vom Kopf bis in die Füße. Wer hat weniger Fett an sich als ein Kochtopf voller Gürkchen? Bist du shredded, dann ist der Schredder Gegner von den Turtles. Es ist Chris Baumann mit einer mega krassen Physis. Ein Papercut, dann sprüht es, ey, das Training immer fürstlich. Und diese Motherfucking Genetik ist nicht üblich, weil sie flach und dünn ist. Way und Smack sind in der Schüssel. Ganze Packung wird am Tag vertickt und ist ganz genüsslich. Und bitte, was für Baumgartner? Guck, hier kommt der Baumann. Stabile Backsteinmauer, guckst du dir mal seinen Bauch an? Hast du schon mal so ein Bizeps gesehen, so ein Trizeps gesehen? Mit mehr Streifen auf den Muskeln als argentinisches Steak. Das wie die U7 einfach. Eins, Rücken ist durch. Ich sag's euch, ich bin fix und alle. Aber war ein geiles Training. Ich habe mich überall gesteigert, überall Progression gemacht. Egal, ob ich Gewicht hochgegangen bin oder auch Wiederholung hoch. Lange Rede, Doppelkinn. Ich baller jetzt noch ein bisschen Bizeps. Werde ich wahrscheinlich nicht für euch filmen, weil ich habe jetzt nur noch hier 3% Akku und ich habe keine Lust. Ich bin zu faul, davor zu laufen und einen Akku einzustecken. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in Umkleide wieder, weil dann habe ich mein Handy eingesteckt und dann gibt es erstmal ein geiles Post-Workout. And we made it! Ich habe mich noch übel verblabbert, aber mit ganz, ganz guten Leuten und an der Stelle fettes, fettes Dankeschön, dass immer mehr auch im Gym zu mir kommen. Leute, ihr könnt mich immer ansprechen, auch zwischen meinen Sätzen. Ich bin auch nicht so, ey, wenn ihr Bock auf meine Übung habt, dann macht für die Übung mit mir, statt, keine Ahnung, oder wartet einfach oder fragt einfach. Also ich bin der Letzte und sage, ey, verpiss dich oder sowas. Und ja, jetzt muss ich kurz runterhängen, weil da ist so ein komisches Auto, nicht, dass ich denke, ich filme ihn. Und ja, lange Rede, Doppelkinn. Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Heimat. Heute gibt es kein Solimoli. Solimoli machen wir nur noch alle 2 Tage. Weil ich einfach Bock habe, habe ich ein bisschen mehr Zeit zum Fugeln. Heißt, wir sehen uns allerspätestens
Leute zu Hause. What's up YouTube? Wir sind back at home. Und ich sag's euch, ich stand fett im Stau. Ich habe mich noch voll verblabbert. Wie schon gerade vorhin erwähnt, in Gym, so rum. Solimodi war ich nicht. Dann war ich zu Hause, habe einen Post für euch hochgeladen. Einige Sachen hingerichtet für morgen. Sachen gewaschen, Wäsche gewaschen. Und jetzt geht's in den Mahlzeiten. Hier stehen meine Eier. 140 Gramm Reis, 140 Gramm Reis trocken. Kochen, so rum. Und ich will einfach nur noch essen. Nächste Mahlzeit. Bis jetzt gab es, wie gesagt, nur die 200 Gramm Reis und die zwei Cashewglas-Gläser. Ich würde sagen, Enzyme sind drin. Bei jeder Mahlzeit gibt es immer eins. Und das war. Und Glutamin tue ich noch dazu stecken. Und mein, gerade bei so vielen Kohlenhydrate, GDA. Das habe ich unten. Ne? Ja, ich würde sagen, machen wir uns jetzt mal die nächste Mahlzeit. Geht's gut. Es geht schon wieder los. 140 Gramm Reis, 10 Eiklar. Ich würde sagen, 18:06 Uhr. Time to eat. Uhr, 140 Gramm Reis, 10 Eiklar. Wird wieder alles dokumentiert in meiner Burg. Ein Reis kochen wir 150 Gramm. Der Mirko kocht wieder mein Reis 150 Gramm. Wird wieder gewürzt. Zimt, Koriander, Chiliflocken, Chili und Pfeffer. Bevor wieder die Einwanderung frei kommt, egal ob ich es gesagt habe. Davor gab es natürlich wieder eine Enzyme. Und jetzt eat. Uhr 6 haben wir auf der Uhr. Jetzt gibt es wieder 150 Gramm Reis. 9 Eiklar, ein ganzes Ei. Und es wird jetzt runter inhaliert. 20:07, 20:08 gibt es meine Portion. 200 Gramm Reis, einmal Rindertag und einmal Eiers, 8 Eier, also Eiklar und ein, ne, 2 ganze Eier. Alter, oh, das ist so geil. Wenn bei dem Hackfleisch noch ein bisschen das Fett dran ist, das ist richtig saftig. Let's go.